Beste Unterhaltung gibt es zu besten Preisen. Holen Sie sich Swisscom TV 2.0 mit Internet im Paket schon ab 49 Franken im Monat. Thomas Stauffer, das Schweizer Speed-Team vor allem, das wird immer ein bisschen kleiner und kleiner und kleiner. Was denkt ihr, es ist optimal oder das Optimum, das ihr an den Start bringt, wenn das Lauberhornrennen stattfinden kann, und was ist das Minimum? Ja, jetzt müssen wir schauen, mit zwei, die zuerst mal dabei sind, also kleiner und kleiner wird es nicht. Es sind jetzt zwei frisch dabei, die heute noch keine Rennen gefahren haben, Beat Feuz und Marc Berto. Da müssen wir jetzt einfach schauen, wie es in den Trainings geht. Wie die Piste dazwischen ist, und dann entscheiden wir. Also rechnen Sie, dass wir 6 am Start sind. Aber es könnte eben auch sein, wenn Beat Feuz und Marc Berto müssen sagen, es geht halt nicht von der Fitness oder von der Gesundheit her, könnte sein, dass im Lauberhorn Nummer 4 Schweizer starten. Ja, jetzt ist davon aus, dass es geht. Und was ist letztlich ausschlaggebend bei diesen zwei Fahrern? Ist es primär das Gefühl auf dem Ski, das sie werden finden oder müssen finden auf der Strecke? Oder geht es da eher darum, um das Schmerzempfinden? Tut etwas weh? Ja, das ist vielleicht vor allem ein bisschen. Oder? Es sind einfach Sachen drin in der Piste, weil sie wettkampfmässig präpariert ist mit Wasser, das ein bisschen schüttelt und rumpelt. Und Sprünge drin sind, längere Sprünge mit Landungen, wo man nicht gut simulieren kann. Und dort ist es einfach noch die Frage zu sehen, was passiert. Bis jetzt in den Trainings war es kein Problem. Es ist alles gut gegangen. Wir hatten auch ein bisschen Sprünge. Wir haben jetzt nie mit Wasser präpariert, können wirklich Speed fahren. Darum wissen wir es nicht genau. Das sind die Faktoren. Das sind einfach die Unsicherheit. Und wenn wir jetzt im Training ist, müssen schauen, wie die gehen. Und was erwartet ihr von einer Piste, wenn morgen eben trainiert werden kann? Und es sollte ja recht gut aussehen für ein Training morgen. Ja, und Rache tun sie jetzt heute mit Wasser zu wegmachen, also das Ziel essen, so erwarte ich schon, dass es gut ist. Ob auch lange drehen, ist heute auch ziemlich weich gewesen, ziemlich weiche Schicht drauf, die haben jetzt Zeit genug rauszuschieben. Wenn sie das alles machen, kommt dann noch darauf ab, ob sie wirklich auch machen können, auf die harte Minchkante, Canadian Corner und Brückli essen. Das ist heute relativ weich gewesen, aber es ist auch relativ feucht, dass es eine klare Nacht gibt, könnte das schon gehen. Und dann ist noch die Frage, wo sie morgen effektiv starten. Und wieder oben Luft ist, können wir sie sicher machen mit dem Start. Wenn diese Partien gut zweckgemacht sind, hinten, und das kann gefrieren und der Start ein bisschen weiter unten ist, kann das unter Umständen ganz gut werden. Mann. Also eine Mittwochnacht mit noch relativ vielen Fragezeichen, sowohl personell wie aber auch von der Piste her. Ja, das ist so. Besten Dank.